11. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag bzw. Mittag um 13 Uhr geht es in Dresden los im Rudolf-Habig-Stadion für unsere Jungs. Es ist Platz 17 gegen Platz 3 und wir blicken heute in der FIFA 20 Prognose darauf, wie das Ganze ausgehen könnte. Zuletzt haben Henry Weiß, Arminia Bielefeld und Bernie 81 richtig getippt. Falls auch ihr in der nächsten Woche eingeblendet und vorgelesen werden möchtet, einfach eure Tipps für den Samstag jetzt an dieser Stelle in die Kommentare schreiben. Wir steigen ein in die Partie. Priedl im Doppelpass mit Ladl. Priedl jetzt in Stürmermanier mit dem 0:1. Das ist richtig stark gemacht. Super Doppelpass da mit Hartl, der einen weiteren Assist in dieser Saison damit liefern würde. Und natürlich ein glückliches 0:1. Von verdient kann man natürlich soweit noch nicht reden. Gerade mal 3-4 Minuten hier in Dresden gespielt. Aber es ist super gespielt. Die Abwehr hatte einfach zu große Lücken. Ganz einfach gespielt und der Abschluss dann in Stürmermanier. Aber Dresden ist davon nicht wirklich beeindruckend. Bonic in der 16. Minute mit einem richtig guten Abschluss. Ortega kommt da ganz knapp noch dran. Wir sehen jetzt nochmal in der Wiederholung. Gute Zurücklage und dann der Schuss auch wirklich gut. Aber vielleicht am Ende ein bisschen zu zentral. Ortega kann den Ball dort am Ende abwenden. Die Partie war in der ersten Halbzeit nicht wirklich spannend. Es gab viele kleinere Aktionen, aber so wirklich große Torchancen blieben bis dazu auch 66. Minute. Dann mal wieder ein etwas gefährlicherer Abschluss der Dresden. 78. Minute dann. Eine sehr, sehr starke Balleroberung dort von Cedric Brunner. Klos auf Klaus. Das ist stark gemacht. Klaus jetzt mit dem Flankenball. Und dann ist das ein bisschen unglücklich da. Und Vogelsammer ist dann da. Und jetzt zum 0:2 an, was glücklich ist in dieser Partie, weil es eine relativ ausgeglichene, chancenarme Partie war. Am Ende des Tages ist es glücklich. Der Keeper der Dresdner lässt den Ball dann so ein bisschen abprallen und Vogelsammer hat ein relativ leichtes Spiel. Wir sehen es nochmal, die Flanke eigentlich relativ stark und dann der Keeper unglücklich mit dem Abklatscher auf Vogelsammer. Und das war es dann tatsächlich auch mit der Partie. 0:2 am Ende, eine Saison, die dann weiterhin gut verlaufen würde. Und wir freuen uns natürlich auf den Samstag. Morgen geht's los, wir hoffen natürlich auch. Bis dahin, macht's gut und ciao.